Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha 4. In der letzten Folge haben wir ein Skoppel gefangen, das haben wir der Bischof genannt. Heute werden wir die Arena, die über mir ist, zu Ende machen, hoffentlich mit allen Überlebenden. Ich habe ein bisschen gelevelt, wie zur letzten Folge erwähnt. Level 15, Level 15, Level 13 und Level 13. Der Bischof habe ich noch einige neue Attacken beigebracht. Zum einen kann er jetzt Zerschneider. Oh, heißt, wir haben auch endlich wieder einen Typen, der Zerschneider kann. Deswegen sollte der Bischof möglicherweise nicht in dieser Folge sterben. Das wäre schon mal ganz cool. Und er hat noch Blubstrahl von sich aus erlernt, was vielleicht auch noch ganz nett ist. Er kann jetzt nicht mehr einschläfern, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und ich habe an der Hasenpfote von der Bischof noch einen kleinen Zettel gefunden. Und da stand dran, yo, Dizzy, guck mal rechts von dir, da ist ein kleiner Angler. Und der hier scheint mir wohl die Angel zu geben. Diese Gegend ist als Angelplatz sehr beliebt. Hat auch dich die Angelleidenschaft gepackt? Ja, letztes Mal habe ich dann Nein gesagt und deswegen habe ich die Angel anscheinend nicht bekommen. Endlich haben wir eine Angel. Und diese Angel bedeutet natürlich, wir werden hier noch ein paar Pokémon finden. Jetzt ist die Frage, ist das so ein Minispiel mit dem Angeln? Oh Gott, muss ich im richtigen Moment irgendwas drücken? Oh Gott, ich weiß es nicht. Zu spät? Das zählt aber nicht, ne? Das kann ja jetzt nicht sein, dass mein Angelskill dafür verantwortlich ist, ob ich ein Pokémon kriege oder nicht. Das beißt nichts an. Das beißt einfach nichts an. Dieser blöde Angler hier hinten klaut mir alle meine Pokémon. Stell ich mich halt hier hin. Komm mal, jetzt gib mir mein Pokémon. Mach. Ich bin zu dumm zum Angeln. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich drück diesmal B. Mal gucken, ob das... Oder ich drück einfach beides. Ich drück A und B. Bitte. Ja. Okay. So, unser neuer Freund, den wir hoffentlich auch fangen werden, ist ein Samurzel. Yay. Ein Samurzel im Wasser. Das ist jetzt nicht das Allergeilste, möchte ich meinen. Samurzel wird aber nicht so eine krasse Fangrate haben, oder? Also es wird eine... Also man kann ihn wahrscheinlich easy fangen. So, let's go, Pokéball! Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Einfach nur let's go, Pokéball. Fang mir ein Samurzel. Danke, easy peasy. Aber wer von euch Schnuggelchen will denn ein Samurzel sein? Samurzel, Eichelnuss, Typ Pflanze. Samurzel sieht aus wie eine Eichel, wenn es an einem Ast hängt. Es erschreckt andere Pokémon, in denen es sich dann plötzlich bewegt. Dieses Pokémon poliert seinen Körper einmal am Tag mit Blättern. Ich poliere meinen Körper auch gern mit Blättern, da haben wir was gemeinsam, Samurzel. Ja dann, willkommen im Team Polu. Er wollte ein Pflanzen-Pokémon sein. Und Samurzel ist ein Pflanzen-Pokémon. Mit der Weiterentwicklung Blanas ist das ja auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Also die Weiterentwicklung ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir schauen natürlich auch bei ihm einmal nach, was er so Tolles drauf hat. Hat er eine Fähigkeit? Ja, Frühwecker. Bewirkt, dass das Pokémon schneller wieder aufwacht. Oh, okay, gar nicht so schlecht. Ansonsten hat er Pflanzenattacken. Okay, ich glaube, Samurzel, also Polu, ich bin selber bei Polu, kann ganz cool sein, wenn man den so ein bisschen trainiert. So, dann holen wir uns aber trotzdem jetzt hier nochmal unser sechstes Pokémon, oder? Also ich meine, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben, why not? Let's go! Ich beiß davon nichts an, dann gehe ich halt woanders hin, blödes Spiel. Ihr beißt auch nichts an. Oh, als ob man in der Stadt nichts fangen kann. Das wäre richtig kacke. Oh, hier hinten kann man es auch lang. Warte, was? Warte, was? Alter, Route 107. Mit einer Riesenperle. Man kann hier einfach weitergehen. Und hier ist einfach nichts. Geil. Route 106. What? Ich darf einfach noch ein Pokémon fangen. Okay, wir gehen sowas von auf Route 107 und fangen uns da ein Pokémon. I don't care, was ihr mir sagt. Okay, okay, let's go, let's go. Gib mir irgendwas Cooles, gib mir irgendwas Cooles. Ein Algit kenne ich absolut gar nicht. Sieht aus wie ein Wasser-Pokémon. Ist nur Level 5. Willst du mich verarschen? Level 5 Pokémon? Pokémon los! Flieg und Sieg! Ja, easy. Nein! Hä? Als ob. Oh, fuck mein Leib. Ich möchte aber auch keinen Superball benutzen. Jetzt bleib doch bitte einfach im Ball. Du möchtest in meinem Team sein. Komm, du weißt, dass du in meinem Team sein willst. Du willst in meinem Team sein. Du willst in meinem Team sein. Lass uns ein Team sein. Yahoo! Yahoo! Wir haben ein Algit gefangen. Cool! Haben wir endlich mal ein Wasser-Pokémon. Leider nur Level 5. Bringt uns jetzt für den Arena-Leiter nicht so viel. Oh, Gift ist er. Giftwasser. Algit. Ein Tang Mimikry. Typ Gift und Wasser. Mit seinen an verfaulten Seetang erinnerten Aussehen führt es den Gegnern in die Irre, während es selbst Energie zur Weiterentwicklung speichert. Verfaulter Seetang. Nice. So will man aussehen. Das ist das Schönheitsideal im Wasser einfach. Verfault, alt. Und von anderen Leuten Energien klauend, das kann nur der Anpu sein. Herzlichen Glückwunsch, Anpu. Du bist
zumindest vorzeitig noch in meinem Team. Und ich werde trotzdem nochmal versuchen, ob wir auch in Fausthaus haben noch etwas fangen können. Oh, ja, nein, nein, es hat endlich mal was angezogen und da bin ich einfach zu langsam im Kopf. Mega, das ist schwieriger als in Animal Crossing hier. Noch ein Samurzel. Was ist ich denn mit zwei Samurzeln? Das ist voll lame. Ich fang's aber trotzdem. Oder auch nicht. Au, Alter, voll die Anime-Attacke. Yo! Yo! Habt ihr gesehen, wie viel Damage das gemacht hat? Was? Wieso hat er so eine Anime-Attacke drauf, die auch noch so viel Damage macht? Hey, I guess, wir müssen Fly einwechseln. Alter, tötet er einfach fast meinen YOLO-King. Oh nein, er tot, Dingsbums. Wow, was macht der so viel Damage? Was ist los mit dir? Superball, ich will trotzdem keinen Superball einsetzen. Ey, ist doch alles blöde, ey. Ja, komm, Pokéball los! Und bitte fang den jetzt einfach, bevor der nochmal angreift. Aha. Ja? Nein, jetzt greift er nochmal an. Oh nee, nicht das Turbo-Tempo. Das ist schon assig. Wenn er jetzt halt einen Volltreffer macht, dann bin ich am Arsch, I guess. Komm, Risiko, Risiko. Fly ist bisher immer gut gewesen, wenn es um Risiko ging. Warum sollte er heute nicht gut sein? 1, 2, bitte bleiben Sie drin. Bitte bleiben Sie im Ball drinnen. Dankeschön. Okay, das Samurzel war aber schon krasser irgendwie als das erste Samurzel. Oh, Fly ist Level 16. Das ist unser Level Cap leider. Heißt, Fly darf nicht Level 17 werden. Wir müssen jetzt mit diesem Level den Arena-Leiter besiegen. Ja, ist natürlich ein bisschen belastend. Und ich werde auch dieses Samurzel Polu nennen. Genauso wie das erste Samurzel. Es ist unser Backup-Polu. Weil alle Polus, die wir jetzt haben, sind da einfach Samurzels. So. Du bist jetzt zweimal im Team, Polu. Ist das nicht toll? Das ist sehr, sehr toll. So, wir haben ja jetzt ein Anpu, ne? Aber der Anpu ist Level 5. Das ist richtig scheiße. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein recht okayes Team, mit dem wir es versuchen könnten, den Arena-Leiter zu besiegen. Okay, dann lass gucken. Was haben wir? Wir haben ein YOLO Level 15. Wir haben Fly Level 16. Wir haben 4,5 Pokémon, die wir benutzen können. So, wenn wir davon ausgehen, dass die Trainer ungefähr dieselben Pokémon haben, wäre, glaube ich, Fly vorne am besten, weil der war ja letztes Mal auch unser Retter. Er darf halt nicht Level 17 werden, das ist die einzige Scheiße. Wenn er Level 17 wird, bevor wir beim Arena-Leiter sind, sind wir am Arsch. Und so können wir das doch eigentlich mal probieren. Die haben wir ja schon besiegt, ne? Dieses Böse, was macht der rote Knopf? Wahrscheinlich... Okay. Ich dachte, der dreht das Ding hier um, damit wir da rüberkommen, aber nein. Der macht einfach Licht an und zeigt uns... eine Umkleiderkabine. Cool. Ein Glück findet hier kein Porno statt. Oh nein, nein, der guckt schon so. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Okay, let's go! Bitte töten Sie mein Fly nicht. In der Kraft liegt die Gerechtigkeit. Ja! Mach nicht die. Das ist voll cringe, Bro. Oh, er hat auch ein Stalunia. Hatte die erste nicht auch ein Stalunia? Ist jetzt schon ein bisschen her. Und er hat auch nur ein Stalunia. Stalunia ist ja Stahl und wahrscheinlich noch Boden oder Gestein oder so, ne? Heißt, wir können den Wasserschurigen einsetzen. Oder aber, wir probieren wir die Dampfwalze aus und gucken, was passiert. Wir sind auf jeden Fall als Erster dran. Das sieht doch noch viel Damage aus. Ja, das sieht doch viel Damage aus. Ist auch sehr effektiv. Ja, Mann. Let's go. Und die Initiative ist auch noch gesenkt. Boah, jetzt kannst du gar nichts mehr mit deinem blöden Fadenschuss. Ja, komm doch her mit deinem Fadenschuss. Seid im Kopf. Der kann dir gar nichts. Ja, mein... Oh, oh, oh. Er kontert mit seinen Initiativen runter Senkschuss. Aber Dampfwalze war gut. Komm, einfach nochmal. Let's go. Da haben wir doch den zweiten auch besiegt sein. Hier, ja, Typen. Kann gar nichts. Gar nichts kann er. Gar nichts. Nein, gar nichts kann er. Oh, ich war zu schwach. Ja. Hättest du mal lauter geschrien. So, was bringt das? Okay, wir müssen uns einbringen. Aber es gibt doch auch nur einen Weg. Hä, ist ja richtig lame. Hä? Ist ja viel zu einfach. Was macht das? Oh Mann, es geht immer und immer weiter. Hoffentlich ist das der letzte Trainer vor dem Arena-Leiter. Ich habe wirklich Angst, dass wir das Level-Cup überschreiten. Den Kampf gegen dich übernehme ich. Ich bin eigentlich eine Frau. Es gibt keinen Grund, extra Camillo zu belästigen. Ich habe ein bisschen zu viel Steroide in mich reingenommen. Deswegen spreche ich immer so. hat ein Bronzel. Bronzel ist aber ein Käfer. Nein, ist kein Käfer-Pokémon. Ist ein Stahl-Pokémon. 100%ig ist das ein Stahl-Pokémon. Nur Level 11. Das kriegen wir wohl hin. Wer kommt vorher Score, ne? Score gegen Level 1 Bronzel. Level 11 Bronzel. Schaffst du das ja wohl. Und wir haben Hitzeschutz. Oh, nein, wir haben Hitzeschutz. Das heißt, das Bronzel hat auch Hitzeschutz. Weil wir haben ja seine Fähigkeit geklaut. Oh, ich habe nicht drauf geachtet. Was ist denn dann noch gut gegen Stahl? Dann kannst du den Flammsturm halt völlig vergessen.
Dann machen wir einfach seine Dingsbums runter. Ich weiß nicht, was Trugträne bringt. Er setzt Schutz. Hat er gar nichts? Kann der gar nicht angreifen? Also bisher hat er zwei sehr komische Attacken gemacht. Er schützt sich die ganze Zeit selber. Hat er Angst vor meinem Score oder was? Ja, achso, ich glaube aber, das wird sonst irgendwie. Ich setze das jetzt aber weiter ein. So, Flinkklaue, jetzt kannst du mal gucken, was du hier machen kannst gegen meine Trugträne. Hier, jetzt ist nämlich deine Spezialverteidigung stark gesunken. Ja, ja. Und dein Reflektor bringt dir da auch nichts. Hä? Der hat jetzt schon drei Attacken gemacht und keine davon hat Damage gemacht. Boah, ja gut, dann gehen wir auf Nummer sicher und wechseln YOLO ein. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht irgendeine scheiß Attacke gegen YOLO hat. Jetzt kommt er gleich mit seinem Hyper-Ultrastrahl, irgendeine K.O.-Attacke oder so. Das sieht so aus, als wenn es Damage macht. Aber nicht viel. Nicht sehr effektiv ist. Wenn das seine einzige Attacke ist, mit der er Damage machen kann, dann haben wir das, glaube ich. Dann haben wir gute Karten, ne? Ja, komm. Wieso habe ich nicht einfach YOLO eingewechselt? Ah, mir wieder viel zu viele Sorgen gemacht. Aber ist das doch alles easy hier? Hier, One-Hit-Wonder, tot einfach. Oh, der stirbt nicht. Ach, weil. Warte, bringt das so viel, dass wir die Special-Verteidigung von dem runtergesetzt haben, dass wir die Hälfte seiner Leben mehr Damage gemacht haben dadurch? Weil das ist doch eigentlich genau dasselbe Bronzel wie das erste Bronzel, oder nicht? Das ist ja richtig wild. Das bringt so viel, diese Statusveränderung. Oha, ich glaube, dann gehe ich häufiger auf diese Statusveränderung. Das ist ja richtig wild. Wie kann das sein? Wie kannst du mich so einfach besiegen? Tja, wenn du nur Bronzels hast, die auch keine Attacken drauf haben, ist das nicht so schwer, boah. Okay, merken, wo wir lang müssen. Wir können links und rechts lang, ist die Sache. Ja, gehen wir links, oder? Also links kann man wenigstens sehen, wo man hingeht. Rechts so gar nicht. Na komm, wir gehen links. Wir gehen. Da, und rechts. Ja, okay, bin da. Hi, ich bin Camillo, der Arenaleiter von Faustdauer. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und sowohl in einer Höhle in der Nähe der Stadt als auch an den Geräten hier in der Arena trainiert. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, was du drauf hast. Komm her! Wie sie da denkt, er ist der krasseste. Okay, sieht schon cool aus mit den ganzen Anime-Reflexionen hier. Da sehen wir den zweiten Arena-Orden. Das wird der Kampf-Orden sein, I guess. Er hat. Ist Fly vorne? Ja, Fly ist vorne, ne? Magnetilo. Nee, Fly ist gar nicht gut vorne. Wieso haben wir denn Fly vorne? Gegen Magnetilo wäre Score wieder gut. Ah, was? Score ist nur Level 3. Ja, komm, egal. Score, let's go! In der Hoffnung. Ah, nein, warte mal. Nein. Elektro ist richtig gut gegen. Ach, Moment. Gegen Fly wäre der gut gewesen. Alles richtig gemacht. Mein Brain ist wieder voll AFK. Aua, hallo. Klepp mich nicht. Was kleppst du mich? Du bist hier der abklatschig Ich. Jo, er trifft einfach viermal. Jo, er trifft einfach fünfmal. Jo, er trifft einfach achtmal. Jo, ich mach dich jetzt fertig mit meinem Flammsturm. Flammsturm-Attack! Nicht so schlecht. Lehmschuss. Ich glaube, das macht. Oh doch, es macht Damage. Und zwar gar nicht so wenig, möchte ich meinen. Meine Initiative ist gesunken. Ich hoffe, ich greife trotzdem als erstes an. Ja, dank Flinkklaue. Oh, hätten wir sonst nicht als erstes angegriffen? Hat die Flinkklaue gerade mein Score aufgerettet? Ist das eine Possibility? Ich glaube, das ist eine sehr gute Possibility. Okay, aber den haben wir schon. Als erstes seiner Pokémon haben wir vernichtet. Sein zweites wird Level 16 sein. Also müsste es zumindest. Bronzel! Als ob die alle Bronzels haben. Wir hatten eben auch YOLO drin, ne? Gegen die andere? Ja, komm, YOLO. YOLO, du hast keine vollen Leben. Aber gegen Bronzel hast du jetzt schon so oft gekämpft. Das kriegst du easy hin. Ich schwöre, das kriegst du easy hin. Es ist Level 16. Es ist ein Level über dir. Aber ist in Ordnung, du hast Nachtflut. Du hast Nachtflut, YOLO. Alles in Ordnung. Wenn die Hälfte... Oh mein Gott. Dass ein paar Level so viel ausmachen. Was macht er? Reflektor? I don't fucking care. Oh, er ist aber als erstes dran. Schutzschild hat, glaube ich, gemacht, dass wir nicht angreifen können, ne? Ja. Bronzel hat ja keine Attacken, so wie ich das mitbekommen habe. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Nachtflut nur 5 AP hat nur noch. Also jetzt nur noch 4. Stahlflügel. Das macht auf jeden Fall Damage. Aber nicht viel. Nicht sehr effektiv. Ja, dann haben wir es, oder? Wenn er sich jetzt nicht selber schützt? Ah, natürlich hat er einen Supertrank. Natürlich. Warum auch nicht? Jeder komische Trainer hat immer einen Supertrank dabei. Warum auch nicht? Ja, ja. Dürfen wir nochmal dreimal angreifen. Oh, der könnte es aber tatsächlich ein bisschen blöd werden mit den APs. Wenn er noch einmal Schutzschild einsetzt, sind wir ein bisschen am Arsch zumindest. Wir müssen nämlich dreimal mit der Nachtflut treffen, damit er stirbt, wie er das jetzt schon sieht. Genauigkeit sinkt, das ist gut. Stahlflügel wurde abgewehrt. Ich habe jetzt gelernt, dass Wert ab genau dasselbe ist wie daneben gehen. Also es hat auch was mit der Genauigkeit zu tun. Schutzschild, scheiße ey. Und ich glaube, wir verlieren trotzdem AP dadurch, ne? Heißt, wir müssen noch eine Nachtflut.
Nee, aber okay. Easy. Easy, ich hatte richtig Angst vor diesem zweiten Arena-Leiter, aber der war ja ultra easy. Yolo wird nicht mal Level 16. Wir hatten nur Fly auf Level 16. Wir haben unser Level-Cap überhaupt nicht ausgereizt. Und dein Team? Ihr habt mich umgehauen. Wie eine mächtige Welle. Nicht schlecht. Nimm diesen Orden. Du hast ihn dir verdient. Danke. Der Kampforden, I guess. Der blaue Kanonorden. Knöchelorden. Klar, weiß man doch. Das hier will ich dir auch noch geben. Kraftwelle? Kriegt man wirklich Kraftwelle von denen? Müsste das nicht auch randomized sein? Mal gucken, was er sagt. Die Protzer. Protzer hätte man eigentlich bekommen. Aber das passt ja trotzdem mit der Kraftwelle. Finde ich witzig. Ich sehe in dir ein Talent, das sich eines Tages zu einem Sturm entwickeln und bei anderen Trainern eine Welle des Erstaunens auslösen wird. Puh, warst du schon mal in der Granithöhle, sie liegt nördlich der Stadt? Ja, da habe ich der Bischof her. Das ist eine jahrtausendalte Wandmalerei und seltene Steine. Geh doch mal dahin. Mach ich. Und da soll anscheinend auch Troy sein, dem wir irgendeinen Brief geben sollen. So, was wäre denn hier zum Beispiel rechts noch gewesen? Gar nichts. Das wäre einfach nur eine Sackgasse gewesen, oder was? Wow. Jetzt echt? Ach, guck mal, nee, was? Man hätte? Die hat man nicht. Wofür ist das? Doch, wir hätten hier den linken Trainer. Den hätten wir auslassen können. Nee, hätten wir nicht. Wir wären hier gar nicht durchgekommen. Hä, richtig unnötig. Egal. So, wir haben den zweiten Arena-Orden. Sehr, sehr schön. Wir haben 7 Pokémon an der Zahl. Heißt, wir können sogar ein Pokémon opfern. Am besten Polu, weil wir ein Polu 2 haben. Und in der nächsten Folge werden wir dann anscheinend in die Granithöhle gehen, da Troy treffen und alles weitere machen. Wir haben kein Pokémon verloren. Das ist sehr, sehr schön. Hoffentlich werden wir irgendwann nochmal die Chance haben, unseren Antwort zu trainieren. Und dann wäre es das aber für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.